Hallo und willkommen zurück bei Dyson Sphäre Programm. Wir haben gerade ein paar Förderbänder geholt, denn wir wollen ja hier die Produktion aufbauen für Assembly-Maschinen. So, da wollte ich hier dran gehen. Und werde das ein bisschen umbauen. Warum? Weil ich natürlich dämlich bin. War doch abzusehen. Weil der hier muss natürlich an den oberen dran gehen. So, die Frage ist jetzt allerdings... Hey, was haben die denn hier gebaut? Oh nein! Die sollten doch so hoch gehen. Müssen wir halt hier eine kleine Biegung reinmachen. Wobei es ich irgendwie komisch finde. Kannst du den nicht direkt da dran klatschen? Was ist, wenn wir den wegmachen und dann da dran gehen? Ja gut, der will diese Dings haben. Wegen der Krümmung. Aber jetzt immer noch so schnell steigt oder ob der jetzt sinkt. Ich glaube, jetzt wird er eher sinken. So, so würden wir einen Vierer reinkriegen. Ich würde gerne den Fünfer probieren. Fünfer klappt. Dann kriegen wir noch einen Fünfer dazu. Wird immer noch weniger. Hier können wir ja ein bisschen sparen eigentlich. Vielleicht auch nicht. Wieso fördert der nicht? Ach. War wohl doch nicht so eine gute Idee. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen dran klatsche... Ja gut, jetzt füllt er sich wieder, weil die voll sind. Aber wahrscheinlich eher, weil der hier voll ist. Aber gut, wenn der voll ist, ist ja gut. So, jetzt können wir bis da noch erweitern und dann haben wir ja gesagt, dass wir hier hingehen, hier die Zahnradproduktion bauen. Muss ich so viel Platz verschwenden? Ich meine, Zahnradproduktion kann ich doch auch hier unten bauen.
Dann könnte ich theoretisch immer noch erweitern. Sonst baue ich mir wirklich nachher noch irgendwie den Planeten kaputt. Was heißt kaputt? Ich würde ihn dann komplett... Dann wäre er halt richtig zu. Weil ich könnte ja auch hier nach unten bauen. Dann könnte ich ja auch eine Riesenstrecke bauen. Da muss ich nicht... Hier, weißt du, weil hier könnte ich wieder eine große Produktion machen. Sonst baue ich hier die Produktion für die Teile hin. Hier machen wir das dann noch anders. Ich ziehe den hier ab. Sag, dass die dann hier reingehen sollen. Und gehe von dem auf den. Und würde das hier wahrscheinlich später als Ausgang nutzen. Nur, dass ich den eigentlich jetzt nochmal komplett wegmachen kann. Ich glaube, das ist zu nah, oder? Nee. Ich weiß nicht, wie lang die gehen soll, aber wir machen die jetzt erstmal lang. Dann kopieren wir uns den Kram da raus. So. Und jetzt brauchen wir noch die Dinge. Ach du Scheiße. Wie mache ich die nochmal? Eisenplatten und Kupferplatten. Die Produktion baue ich am besten hier unten. Nehmen wir von hier nochmal Eisen, von hier das Kupfer. Boah, das ist so weit weg alles. Und dann muss ich ein riesen Förderband bauen, weil das muss dann bis hier hin. Hier bauen wir dann die eine Produktion, darunter die andere. Weil da brauchen wir ja dann die hier.
Oder wir holen uns hier das Kupfer, schleusen das hier rüber, bauen genau hier drüber diesen ganzen Klumpatsch nochmal mit Eisen. Egal, ich probiere mal, ob man das kopieren kann. So, den tun wir raus. So, wir schnibbeln das hier auch weg. Cool, dass man das so wegschnibbeln kann. Nein! Ah. Ups, jetzt habe ich aus Versehen. Sekunde. Oh, jetzt habe ich mich verklickt, aus Versehen Ordner geöffnet. So, markieren das erstmal und jetzt schnibbeln wir es weg. So. Weg. Schmelzi? Safe. Und jetzt use now. Oh. Ja, hätte ich eigentlich wissen müssen, ne? Das macht die Blueprints so schlecht. Gut, das wäre auch viel zu viel. Also wenn ich ihn jetzt hier nutzen würde, das wäre auch viel zu viel. Kupfer. So, wir haben einmal 6 und nochmal 6. Nochmal 6. Also 18. Doch alles reingekriegt, halt jeder wieder seinen eigenen Eingang. So, und jetzt will ich das da rüber kriegen oder ich baue es. Ich würde schon gern auch hier drüben bauen. Hier beim Öl will ich nicht bauen, falls wir mit dem Öl nochmal was bauen wollen. Das will ich mir dafür aufheben. Genauso wenig, wie ich hier bauen will.
Ich würde es gern hier drüber bauen. Mal gucken, auf welcher Koordinate ich landen muss, um rüber zu kommen. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Falls wir die brauchen, gehen wir einfach mal ganz hoch. Und dann hier wieder ganz runter zu gehen. So, bring es nach hier. Also die Idee mit dem Doppelförderband finde ich eigentlich ziemlich geil. Also das nicht da auf der einen Seite und dann wieder, sondern so. Ne, rein und raus. Das finde ich eigentlich ganz cool. Weil ich vorher das nicht mal probiert habe. Ja, ich habe mir gedacht, ja gut, dann hast du so ein langes Förderband, das ist vielleicht nicht so geil. Was ist denn mit der Energie los? Hä, was ist denn mit der Energie los? Ich hab doch jetzt wieder was drin zum Burnen. Irgendwas verbraucht hier aber sehr viel Strom. Sind das die Drohnen, weil die so weit weg sind? Immerhin kann ich auch durch Wasser gehen. So, mein Stromnetz braucht im Moment nicht so viel, weil irgendeine Produktion ausgegangen ist. Spätestens, wenn ich die Forschung anwerfe, wird es wieder ballern. So, hier habe ich jetzt den Vorteil, hier kann ich einfach unten den hinmachen. Wir bauen einfach Türmchen. So, und dann haben wir bestimmt noch sehr viel Kupfer übrig, das wir nutzen könnten. So, jetzt haben wir das Kupfer hier, wir haben das Dings hier. Jetzt müssen wir aus dem Kupfer, wir haben die Zahnräder, wir haben das Eisen, aus dem Kupfer müssen wir jetzt noch diese Teile machen. So, das könnten wir vielleicht sogar direkt hier auf dem... Das machen wir hier, glaube ich.
Weil dafür brauchen wir die beiden. Wenn ich das hier terraformen würde, nur mal so rein theoretisch. Muss ich erstmal hier diese Teile produzieren. Ich weiß gar nicht, ob ich schon... Habe ich schon eine Stahlproduktion gebaut? Und wenn ja, wo? Ja, hier ist eine Stahlproduktion. Ist sogar voll. Haben wir zufällig Steine in der Nähe? Da hinten. Also meine Dingsproduktion ist da. Damit wir aus den ganzen Planeten hier erstmal einen Parkplatz bauen können. Falsche Taste. Direkt fertig bauen, Leute. Mal gerade gucken, wie hoch ich denn muss. So, davon werde ich jetzt keine Riesenproduktion bauen. Keine Riesenproduktion, aber einen Förderband über die halbe Karte. So lobe ich mir das. Ich weiß gar nicht, wie schnell das läuft. So. Mal gespannt, wie schnell der zur Produktion braucht. Ah, gut, der produziert schon nicht wenig. Upsala. Wir können auch noch mal gucken, ob wir mal die Forschung reinhauen müssen. Die habe ich ja letztens extra nicht reingenommen.
So, erstmal gelb. Gelb stellen wir noch nicht her. Okay, hier können wir wirklich nichts machen, weil wir gelb brauchen. So, wir können die Kristalle, die brauchen wir, glaube ich, sogar, um gelb herzustellen. Also Diamanten- und Silikonkristalle. Ja, komm. Mach es. Also, dann werde ich jetzt hier hinten... die Produktion bauen. Ich lasse denen noch ein bisschen Platz. Bauen wir die nach unten? Für die hier. Dann machen wir das so. Dann wird der hier außen hingehen. Oh je, da ist eine Krümmung. Scheiß Krümmung, ey. Krümmung macht jetzt alles kaputt. Abgelehnt. Hier wird nichts mit Krümmung. Scheiß Krümmung. Gut. Geh mal halt hier runter. Und der geht hier runter. Haben wir die Krümmung ausgetrickst. So, die Crystals sind erforscht. Energy Storage. Ja, dann machen wir Energy Storage, die Akkumulatoren als nächstes. So, es wäre super, wenn Kupfer der hintere wäre, eigentlich. Weil wir ja von Eisen mehr brauchen. Das ist ja wieder super geplant hier. Richtig Spezialistenplanung. Weil wir von Eisen mehr brauchen. So, den könnten wir eigentlich auch noch unten dann legen. Den Ausgang. Und ich muss schon wieder neue Förderbänder holen. Wieso hole ich nicht direkt 1 Milliarde? Nun gut. Ich würde sagen, ich wollte ja eigentlich die Folgenlänge jetzt auf 20 Minuten runterkürzen. Aber irgendwie wird das ja nichts. Weil ja dann doch wieder 30 Minuten gehen. Aber gut, heute habe ich auch ein bisschen mehr Zeit. Deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Wo kommt die denn auf einmal her? Wo kommen denn meine Drohnen auf einmal her? So, vielen Dank für die Blumen. Vielleicht müsste ich doch mehr bauen, aber ich... will eigentlich noch nicht so viel Stahl wegballern. Ja, Mr. Stromprobleme, ich weiß. Nein! Ah, egal. War so geplant, alles läuft nach Plan. So, was denkt ihr, wie viel wir brauchen? 4, ne? Also machen wir 5. Schwupp. Die wupp. Die dupp. Okay, machen wir noch ein paar mehr.
So. Der Strom. Gut, wenn die Akkumulatoren geforscht sind, dann können wir richtig dicke Solarpanels bauen. Oh nein, jetzt ist der Strom ganz weg. Weil die hier jetzt natürlich keinen nicht produzieren, weil die nichts bekommen. Hier schenke ich dir. Schenke ich dir. Schenke ich dir. Okay, wie könnten wir das Problem lösen? Wir müssen hier nochmal Strom kappen. Dass der im Moment autark läuft und sich auffüllen kann. Wobei, das wird nicht funktionieren. Hatte ich nicht wo irgendwo eine Stromproduktion aufgebaut, die autark laufen kann? Hier. Oh, die laufen auch autark. Die sind doch gar nicht mit der Basis verbunden, oder? So, Forschung ist durch. Das heißt, jetzt kommt der Strom langsam wieder ins Rollen. Okay. Sie sind noch nicht autark. Das heißt, ich muss nur den hier kappen. Dann knallt da hinten die ganze Basis den Strom weg. Aber hier wird der jetzt langsam wieder aufbauen. Hm. Ich brauche Fundament. Fundament wurde geschaffen. So, ach so, ich wollte die Folge beenden, ne? Also bis dann. Ciao.